Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin der Herr Tietke aus dem Fliederhof in Stücken. Ich bereite für Sie heute zu den Müritzstör mit einem Fenchelrisotto und einem Pernod-Schaum. Für unser Rezept benötigen wir Risotto, ein bisschen Fenchel, Parmesan, Butter und den Pernod-Schaum und den Stör. Jetzt fangen wir an, uns den Stör vorzunehmen. Dazu schneiden wir gleich kurz hinterm Kopf den Messer ein. Und dann versuchen wir, so gut wie es geht, auf der Gräte entlang nach hinten zu kommen. Dann müssen wir beim Stör die Gräten entfernen und den Tran, den Bauchlappen. Wie man sieht, geht es ein bisschen schwer. Der Stör hat in der Mitte, auf der Rückenseite sozusagen, sehr viele Knorpel. Deswegen werden wir auch gleich noch die Haut abziehen, weil die kann man nicht mitessen. Da hätten wir jetzt das Filet. Des Weiteren müssen wir jetzt noch mit einem scharfen Messer den Tran entfernen, so gut wie es geht. Und dann können wir ihn portionsgerecht zusammen zurechtschneiden. Jetzt haben wir den Stör zubereitet, portioniert. Jetzt würde ich ihn mit Salzen und mit Zitrone beträufeln, um ihn anschließend dann in der Pfanne zu braten. Ich habe hier schon mal den Risotto vorbereitet, den habe ich vorgekocht, al dente, und habe ihn jetzt mit ein wenig Fischfond in die Pfanne getan und lasse ihn jetzt leicht aufkochen. Des Weiteren haben wir hier normales Rapsöl. Wo wir dann unseren Fisch drin braten werden. Hier hinten haben wir die Pernod-Soße. Ich habe die vorbereitet, indem ich Zwiebeln angeschwitzt habe, die mit Pernod abgelöscht habe, fast wegreduziert habe und dann mit Sahne aufgefüllt. Einfach ein wenig einkochen lassen, abschmecken mit Salz und das war's. Jetzt fängt der Risotto schon leicht an zu köcheln. Man sollte ihn nicht zu lange köcheln lassen, sonst wird er überkocht. Das sieht dann immer nicht schön aus. Hier haben wir jetzt unsere Pfanne für den Stör. Sollte nicht allzu heiß sein. Und dann den Stör in die Pfanne geben. Die Hitze ein wenig reduzieren. Nach ein paar Minuten den Stör umdrehen. Stör geht eigentlich relativ schnell, deswegen die Hitze wegnehmen und einfach ein bisschen ziehen lassen, dass er später nicht zu trocken wird. Der Risotto ist jetzt fast fertig. Ich werde ihn jetzt mit ein wenig Parmesan verfeinern. Ein wenig Fenchel. Und ganz zum Schluss noch ein Stück Butter. So dass er später eine relativ dicke Konsistenz hat und auf dem Teller nicht anfängt wegzulaufen. Der Stör müsste jetzt auch fast fertig sein. Ist ein sehr festes Fleisch. Deswegen sollte man ihn nicht zu lange braten. Auch hier werde ich ein Stück Butter mit zugeben. Das ist einfach nur für den Geschmack, ein bisschen für die Farbe noch. Und kurz vorm Schluss das Ganze mit ein bisschen Zitrone nochmal träufeln. So, jetzt könnten wir eigentlich wieder zurück und unseren Teller anrichten. Wir richten ihn auf einer Schieferplatte an. Dazu machen wir drei kleine. Auf den Risotto legen wir dann jeweils ein Stück
Störfilet. Jetzt fehlt nur noch der Pernod-Schaum. Den werden wir ein wenig aufpürieren. Da wir nur den Schaum wollen, jetzt garnieren wir das noch, ein paar Blümchen. Man kann natürlich auch Dill nehmen. Voilà. Fertig ist unser Müritzstör mit Fenchelrisotto und Pernod-Schaum. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.